Hallo, herzlich willkommen hier im Jugendhackt-Labor aus dem Verschwörhaus. Ich bin Marco Kerler von Marco Kerler und heute haben wir Fionan zu Besuch. Aber bevor es losgeht, möchte ich nur kurz ein paar Verhaltensregeln sagen. Und zwar, wir sind gegen Rassismus und Diskriminierung, also seid alle nett zueinander. Auch möchte ich noch sagen, dass wir zwar im Verschwörhaus sind, aber wir nehmen Corona wichtig und wir halten Abstandsregeln ein. So, heute haben wir Fionan zu Gast. Fionan hat uns heute sein Videospiel mitgebracht, das er gerade entwickelt. Aber bevor es damit losgeht, darf sich Fionan kurz selber vorstellen. Einfach, wo wohnst du? Wo ich wohne, das werde ich sicher nicht on screen okay, sagen. Okay, mag er nicht zeigen. Irgendwo in der Gegend. Ja, hier in der Gegend. Ja. Dann, wie alt bist du? Das steht ja auch in der Ankündigung 37. 37. 37, ja. Und schon alt. Dann, wie bist du dein erstes Videospiel? Gespielt oder gemacht? Gespielt. Boah, ich vermute mal, das war irgend so ein Spiel, was man von der Kassette laden musste, irgendwo in den 80er Jahren, weil mein Vater mich schon sehr früh an Rechner hat sitzen lassen. Das war wahrscheinlich irgend so ein sowjetischer Asteroids-Klon. Jetzt wird's obskur. Das erste, an das ich mich namentlich erinnere, ist Digger. Digger, das habe ich auch gespielt. Das habe ich auch gespielt, ja. Das ist schön. Also das war mein erstes Computerspiel. Und ab wann war der Zeitpunkt für dich klar, dass du noch mehr davon spielen willst oder ging das schnell? Also im Grunde bin ich ja mit Spielen aufgewachsen. Ich habe immer gespielt. Also seit ich denken kann, habe ich immer gespielt. Und irgendwann in der Schulzeit und als dann die ersten Games rauskamen, die einen Level-Editor mit dabei hatten, dachte ich, das kann ich auch, das will ich auch machen. Und dann in der Schulzeit habe ich gesagt, okay, ich suche mir einen Job oder eine Ausbildung, die in die Richtung geht. Und bin dann Fachinformatiker geworden und so habe ich mich an das Thema angenähert. Habe dann auch tatsächlich eine kurze Zeit als Spieleentwickler gearbeitet. Und dann weiß ich ja, dass du schon ein paar Videospiele entwickelt hast oder entwickeln wolltest. Was war denn das erste Projekt, das du dann an den Start gebracht oder Start bringen wolltest? Ja, das ist natürlich ein fließender Übergang. Ich habe angefangen, mit den Level-Editoren rumzuspielen. Also das erste StarCraft, das rausgekommen ist, vielleicht erinnert sich jemand dran, hatte einen Level-Editor mit dabei. Da habe ich dann Level damit gebaut. Teilweise konnte man die dann noch einschicken an Magazine, also hier diese PC Games oder GameStar. Die haben dann Map-Packs rausgebracht. Da war ich, glaube ich, auch mal dabei mit Map-Packs und so ist es immer weitergegangen. Als dann Half-Life rauskam oder Unreal, also mal 1999, glaube ich, habe ich mir auch die Level-Editoren gekrallt und damit mal was geschraubt. Und in der Ausbildung war das dann alles ein bisschen weniger, weil da hatte ich andere Sachen zu tun. Aber danach hat mich ein Kumpel angesprochen und gesagt, hey, hättest du nicht Bock, wollen wir das nicht mal probieren, irgendwas selber zu machen? So bin ich da reingekommen. Bei den Level-Editoren, ich habe damals mit Age of Empires ein paar Sachen gemacht und habe dann ziemlich schnell gemerkt, okay, ich kann das zwar machen, ja, aber gut ist das, was ich mache, halt nicht. Das ist ja zu erwarten, ja. Ich meine, wenn du keine Erfahrung damit hast, sondern einfach nur drauf losarbeitest, dann ist das erste Zeug in der Regel nicht so toll. So wie in allen Dingen, die man zum ersten Mal macht. Und hast du dann schon in den Level-Editoren so Sachen für dich gelernt einfach? Klar, definitiv. Also du versuchst ja dann immer komplexere Sachen zu machen. Also woran ich mich zum Beispiel erinnere, ist Operation Flashpoint. Vielleicht sagt dir der Titel was. Ist auch schon ein bisschen älter. Ist mein Mikro kaputt? Probieren wir mal mit dem Mikrofon. Das ist nur für den Raum so. Achso. Okay, also Operation Flashpoint hatte einen ziemlich genialen Level-Editor drin und damals war ich in der Ausbildung und wir haben uns dann fast jedes Wochenende zusammengesetzt und was gezockt, unter anderem Operation Flashpoint und da konntest du innerhalb von 10, 15 Minuten einfach ein Level oder halt eine Mission zusammenklicken und bauen und die wurden dann mal zu mal komplexer. Alles gut? Okay, und diesen Drive, wenn du ein Level baust und den dann deinen Kumpels zeigst und der macht Spaß, du kannst direkt sofort reinspringen, da hat man dann eben diese Motivation, okay, ich will da dann noch einen draufsetzen, ich will das noch komplexer machen und so steigert sich das im Endeffekt. Und wenn man dann anfängt zu sagen, okay, ich möchte ein komplett eigenes Spiel machen, also nicht nur ein Level für ein Game,
dann sind die Ziele meistens wahrscheinlich viel zu hoch gesteckt. Und das war zum Beispiel eins der Hauptprobleme. Wie war denn das Konzept von dem ersten Spiel? Hattet ihr überhaupt eins oder habt ihr einfach gesagt, wir wollen jetzt so ein Spiel machen und quasi gar keine großartige Idee dahinter? Also ich kenne das von mir, ich hatte meistens so, okay, ich fange das mal an und dann habe ich gemerkt, ich komme erst gar nicht weiter, weil ich habe gar keine Idee, sondern ich wollte einfach drauf loslegen, aber hatte gar kein Konzept quasi. Also ich erinnere mich tatsächlich noch an das allererste Spielkonzept, das war Shop Suey heißt das. Ich sage jetzt heißt, obwohl wir seit vielen Jahren nicht dran gearbeitet haben. Die Idee war, dass du einen Tante-Emma-Laden einrichtest und dass es quasi eine Wirtschaftssimulation ist und die sollte dann hochgehen bis zu einer Mall, also dass du dann eine riesen Mall aufbaust. Es gibt solche Spiele schon, aber wir haben gesagt, hey, wir haben da Bock drauf. Und wie man sowas plant, ja nun gut, wir hatten überhaupt keine Ahnung, wie man sowas plant, also haben wir so getan, als ob wir das planen. Und daran ist es letztlich auch gescheitert. Wir haben viel Selbstbeschäftigung betrieben. Wir haben unheimlich viele Tools angeschafft, wir haben unheimlich viel Zeug eingerichtet. Wir hatten eine Versionierung, wir hatten ein Bug-Tracker-System. Wenn ich irgendwas davon erklären soll, müsst ihr es sagen. Gell? Man hört mich kaum. Irgendwas brummt. Hallo Bibi. Ja, hoffen wir mal. Also wir haben dieses Spielprojekt eben angefangen und drauf losgeplant, aber das ist zum Beispiel auch so eine von den Anfängerfehlern. Zum einen war das Projekt viel zu groß für uns. Viel, viel, viel zu groß. Zum anderen haben wir uns ein bisschen selbst betrogen, indem wir einfach jede Menge Sachen getan haben, die drumherum gingen um das Spiel. Aber wir haben nicht am Spiel gearbeitet. Zum Beispiel? Also zum Beispiel, dass wir eben uns Tools beschafft haben. Die Geld gekostet haben? Die Geld gekostet hätten. Ah, okay. Wir sind in den 90ern. Nee, nicht ganz, aber es ist schon lang genug her, als dass ich das jetzt sagen darf. Damals gab es auch nicht wahnsinnig viele kostenlose Open-Source-Sachen. Das ist mittlerweile anders. Aber so da war so dieser Gedanke... Ja. Soll ich? Ja. Ist das jetzt schon an, oder? Dann mache ich das hier mal auf Mute. So, jetzt kann der Marco nichts mehr sagen, das ist auch super. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, genau. Wir haben Shop Suey gemacht, wir haben angefangen zu planen, wir haben uns Tools angeschafft, ohne Ende. Wir haben wahnsinnig zu viel Zeit, wahrscheinlich fast 100% der Zeit nur damit verbracht, die Architektur drumherum zu bauen und zu planen, wie wir das Spiel bauen, aber wir haben nie tatsächlich angefangen, das Game zu bauen. Und am Anfang, wenn man so sagt, so jetzt will ich, da ist man voller Elan, voller Motivation, da will man richtig, und wenn man dann aber nur Architektur macht, dann wieder was näher ran. Okay, jetzt aber bitte. Kriege ich jetzt ein Feedback, das passt? Ich meine, ich rede zwar gern, aber es ist cool, wenn jemand zuhört. Jetzt ist toll, alles klar. Also, wo war das Letzte, was ihr verstanden habt? Oder interessiert es euch eh nicht? Okay, also nochmal. Wir haben ein Game geplant, wir haben wahnsinnig viel drumherum geplant, Software angeschafft, Sachen eingerichtet, und nachdem wir dann soweit damit durch waren und die ganzen, wir haben Dokumente verfasst, also ich hab tonnenweise Dokumente geschrieben, also Game Design Dokumente, aber wir haben nichts am Spiel gemacht, und irgendwann hatten die Leute halt, es war die Energie weg, da war der Elan weg, da war so der Anfang, wo noch Feuer und Flamme ist, war einfach komplett hinüber. Willst du das hier haben? Okay, das heißt, ich habe jetzt noch so lange die Bühne für mich selbst, oh, das ist super. Und der Witz war, dass dann auch von, ich glaube, 4, 5 Leuten, die dabei waren, dann irgendwann manche gesagt haben, so jetzt, ja, also die sagen nicht, ich bin nicht mehr dabei, sondern sie machen einfach nichts mehr. Sie tragen nichts mehr dazu bei, und irgendwann bist du ganz allein und hast monatelang deine Dokumente alleine geschrieben, und dann bist du auch frustriert. Und dann sagst du, okay, dann mache ich halt was anderes, dann mache ich ein neues Projekt, bis eins, das kleiner ist. Das hat sich wirklich über die Jahre immer durchgezogen. Das Folgeprojekt war immer halb so groß wie das davor. Und ist danach wieder halb so groß. Und das ist so eine der Sachen, die immer, immer wieder passieren. Die Projekte sind zu groß. Wenn man irgendwas plant, mach's halb so groß.
mach's nochmal halb so groß und dann kannst du überlegen, ob du es umsetzen willst. Also wie wir uns übernommen haben, das war immer der rote Faden. Wir haben immer zu viel gewollt, wir haben immer zu viel gemacht. Weil die meisten Leute massiv unterschätzen, wie viel Arbeit eigentlich so ein Computerspiel ist. Jetzt ist es an. Ich habe selber mal angefangen, mit dem RPG-Maker ein Spiel zu machen und habe das Erste, was ich bemerkt habe, ich kann gar nicht zeichnen, ich will aber niemanden fragen, das heißt, ich reduziere die Grafik so gut wie möglich runter, habe aber bemerkt, dass es auch schon voll aufwendig ist, alles nur noch mit Strichen zu machen und habe dann die ersten paar Sachen angefangen und dann bemerkt, hey, ist so viel Arbeit, das könnte ich zwar schaffen, aber dann kann ich auch nichts mehr anderes tun. Jein, also du musst ja nicht. Du kannst ja sagen, ich reduziere das ganz runter. Ich meine, das Spiel, was ich jetzt gebaut habe, ist genau so entstanden. Und ich habe zum Beispiel nicht gesagt, ich kann nicht zeichnen, ich frage niemanden, ich habe immer jemanden gefragt. Ich habe es immer geschafft, irgendjemanden zu überzeugen, ein paar davon. Der Karl Liebren, den kenne ich, Bibi. Falls du eine Frage hast, sag's einfach. Ich habe immer Leute gefragt und überzeugt. Und die haben dann auch eine Weile mitgemacht, aber haben dann irgendwann die Lust verloren, weil sie eben nicht, weil das nicht von sich aus kam, sondern weil ich sie eben motiviert hatte. Und das nehme ich denen auch gar nicht übel. Ich habe wahnsinnig viele Leute verschlissen, die mit mir im Team waren, um irgendwelche Projekte zu machen. Aber wenn die Leute das von sich aus nicht wollen, dann kannst du die am Anfang vielleicht dazu überreden, ein paar Grafiken für dich zu machen, aber dann irgendwann kommt nichts mehr. Und dann hast du ein halbes Set Grafik-Assets und brauchst aber viel mehr und hilft auch nichts. Und dann hast du wieder den Fall, dass du ein Projekt hast, wofür du zwei Leute brauchst. Einer ist nicht mehr wirklich dabei und dann stehst du wieder da und hast ein halbfertiges Projekt. Story of my life. Ich habe auch ganz viele, nicht nur im Videospielbereich, Sachen, ja, ich denk, dass die rumliegen und nie fertig wurden. Ja, ich denke, das ist typisch für so ziemlich alles. Es ist egal, ob du schreibst, ob du Filme machst oder ob du Spiele entwickeln möchtest. Das ist immer wahr. Also so das Wichtigste ist, sehr, 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 sehr kleine Projekte. Am besten so klein, dass es nur eine Mechanik ist, eine Idee und die umsetzen. Versuchen, die hinzukriegen und wenn das dann durch ist, fertig. Zur Seite, next. Dranbleiben, immer wieder mal was machen. Neue Sachen ausprobieren. Das Coole heutzutage ist, dass du mit zum Beispiel sowas wie Unity ziemlich schnell einen kleinen Prototypen entwickeln kannst und raushauen. Was ist Unity? Unity ist eine Game Engine, kostenlos, die man sich runterladen kann, mit der man entwickeln kann. Unity gehört zu den verbreitetsten, da hat es unheimlich aktive Community. Es gibt wahnsinnig viele Tutorials und sie ist sehr einsteigerfreundlich, was auch der Grund ist, warum ich sie im Moment benutze. Mittlerweile gibt es noch viel mehr. Habe ich gar nicht gesagt. Wenn ihr ein bisschen was wissen wollt, ich habe fionan.com, könnt ihr euch auch aufschreiben, weil meine Empfehlungen sind mehrere. Da habe ich mal eine kleine Webseite aufgesetzt, wo ich 5 oder 6 Game Engines verlinkt habe und ein paar kleine Computerspiele, die zeigen sollen, dass nicht alles ein Fortnite ist und nicht alles ein Call of Duty, sondern es gibt auch gute Spiele, die sehr reduziert sein können. Einfach so als Inspiration. Die Liste hätte ich wahrscheinlich 10-mal so lang machen können, aber ich habe versucht, mich zu beschränken. Wo waren wir stehen geblieben vorhin, was? Wir sind bei Unity. Und genau, und wir haben über die Jahre viele Engines ausprobiert, unter anderem Ogre, das kennt heute wahrscheinlich kein Schwein mehr. Ich kenn's auch nicht. Ja, das war eine Open Source Engine. Und zwischendrin haben wir mal den Kardinalfehler gemacht und probiert, eine eigene Engine zu entwickeln. Das ist, don't do this. Ihr könntet das, in der Theorie. Wir sind tatsächlich relativ weit gekommen, man konnte Grafiken sehen und sie haben sich bewegt. Wahnsinn, gell? Heutzutage kannst du in 5 Minuten mit Unity einen Shooter bauen, also wo du rumlaufen kannst und irgendwelche Dinge umballern. Also so zum Vergleich, wir haben Monate gebraucht, bis wir mal an den Punkt gekommen sind. Also das ist so mit die dümmste Idee überhaupt. Irgendwie Dinge selber machen wollen, die schon da sind. Don't do this. Also Rad neu erfinden ist einer der sicheren Wege, wie man sich komplett demotiviert, um ein Projekt zu machen. Dann kommen wir, glaube ich, jetzt schon zu deinem Game, was du jetzt gerade entwickelst. Erzähl mal, wie du damit angefangen hast überhaupt. Wirklich nicht, wie es jetzt aussieht, sondern wie hat es begonnen? Also auch auf der Webseite, die ich gerade genannt habe, habe ich mal meine YouTube-Videos verlinkt. Ich habe immer wieder mal den Arbeitsstand aufgenommen und gezeigt. Das ist vielleicht ganz gut, kann man sich jetzt mal anschauen. Aber wie ging das los? Also ich fange mal so an. Ich war nach dem vorletzten Projekt so frustriert, weil wieder jemand
aus dem Projekt ausgestiegen ist. Nochmal, um sicherzustellen, ich will hier niemanden bashen. Kann gut verstehen, dass die Leute aussteigen. Aber das hat mich so irre frustriert, dass ich gesagt habe, jetzt könntest du mich alle mal am Arsch lecken. Ich mache das jetzt alles selber. Ich mache meinen eigenen Laden auf. Ja? Und habe gesagt, hey, ich kann keine Grafiken, lass ich weg. Ich kann Sound nicht, lass mal erstmal weg. Muss man irgendwann dazu packen, schauen wir mal. Ja? Ich lasse einfach alles weg, was ich nicht kann. Und mache jetzt ein Spiel. Und nachdem ich ein riesen Fan von dem Stealth-Genre bin, danke Fee, habe ich gesagt, klar, ich mache ein Stealth-Game. Und habe dann angefangen, mir mal kleinere Tutorials rauszusuchen. Das allererste war so ein Vision Cone, also so ein Sichtfeld von einem Gegner. Da habe ich ein ziemlich cooles Tutorial gefunden. Und mit dem Tutorial habe ich mir dann den ersten Level gebaut, wo eine KI rumläuft. Und wenn die dich sieht... Eine künstliche Intelligenz, ja. Der sieht dich, ein Gegner, eine Wache, wie auch immer, und läuft dir hinterher. Und das hat innerhalb von wenigen Sekunden hat es schon so viel Spaß gemacht, vor dieser Wache wegzulaufen, dass ich mir dachte, ja, das ist die richtige Richtung. Das heißt, das hat schon Spaß gemacht. Richtig. Also das merkt man sehr, sehr schnell. Und da denkst du dir dann halt auch so, Mann, warum haben wir nicht schon viel früher? Warum haben wir immer drum rumgebaut? Wieso haben wir nicht angefangen, Games zu machen? Und wenn du wir sagst, dann meinst du dich selber für dich alleine. Nein, die Hunderte von Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Gruß an alle, die gerade zuschauen, die dabei waren. Ne? Mit ein paar bin ich ja noch befreundet. Noch. Und wie ging es dann weiter von dieser Idee aus? Der Witz ist, die Grundidee war eine komplett andere. Soll ich die jetzt erzählen? Ja, klar. Also die Grundidee war, dass die Level miteinander zusammenhängen, dass man quasi, wenn man erwischt wird oder gewisse Dinge macht, die unstealthig sind, also zum Beispiel du Dinge veränderst, die du nicht unbedingt für die Mission brauchst, dass die Polizei, in Anführungszeichen, das mitkriegt und dann, je mehr Schindluder du in den ersten Leveln treibst, desto schwieriger werden die danach. Quasi, ich musste da immer an Hitman denken. Du konntest einen Hitman-Level, du konntest jeden ermorden, alle platt machen, ja, also du hast eine Blutspur noch und nöcher hinter dir hergezogen und im nächsten Level ist alles wieder okay. So als ob niemand den Massenmörder von letzter Woche suchen würde. Und um das in das Stealth-Game zu übernehmen, wollte ich, dass die Level zueinander in Bezug stehen. Das heißt, wenn du ghostest, das ist so im Stealth-Genre bedeutet es, wenn du durch den Level gehst, ohne dass irgendjemand was mitkriegst, nur dann kannst du auch den Rest des Games ghosten. Das war die Grundidee. Da habe ich alles Mögliche gebaut. Ich hatte ein Dialogsystem, ich hatte Lockpicking, ich hatte eine Levelauswahl, ich hatte dieses System, was Punkte mitzählt über die verschiedenen Level. Und nichts davon existiert noch. Wieso nicht? Ich habe irgendwann, womit ich richtig Probleme hatte, war, wann stehst du im Schatten und zwar so sehr im Schatten, dass die KI dich nicht entdecken kann. Also dieser Prozentwert von du bist jetzt so sehr im Schatten, auch wenn dein Hintern nur quasi noch rausschaut, dass die KI dich nicht mehr wahrnimmt oder langsamer wahrnimmt. Und da bin ich dran gescheitert. Und dann habe ich mich von Mark of the Ninja inspirieren lassen. Große Empfehlung, geniales Game übrigens. Habe ich auch von dir sogar geschenkt bekommen. Ich verschenke Games. An mich. Echt? Okay. Und die haben das so gemacht, dass es an oder aus. Entweder du bist im Schatten oder du bist nicht im Schatten. Und das hat es so einfach gemacht, diese Idee, weil im Grunde ist es super simpel. Du musst es dann nur dem Spieler vermitteln, so du bist drin oder nicht drin. Und nachdem ich sowieso so eine sehr simple Optik hatte, hat sich das dann ganz natürlich in eine Richtung entwickelt, dass die Form des Spielers an den Schatten angepasst werden kann. Und so ist dann diese Idee entstanden. Und die fand ich gut genug, dass ich den ganzen anderen Rest einfach rausgeschmissen habe. Und das war eine großartige Entscheidung. Das war genau richtig. Was ich ja wirklich am spannendsten an deinem Videospiel finde, ist die Optik, die aber ja gar nicht so gewollt war, sondern einfach nur rein aus Reduzierungsgründen. Gab es da aber trotzdem Vorbilder dafür, für diese Optik? Die werden wir nachher auf jeden Fall zeigen, das seht ihr dann nachher, wie das aussieht. Also die Optik war natürlich so gewollt, von Anfang an. Nein, die Inspiration dazu ist, also das ist True Story, ich habe einen Ordner Inspirationen, heißt der, in meinem Projekt. Und da ist genau ein Bild drin, weil ich über die Jahre nichts anderes dazugefügt habe. Und das ist die Minimap aus Hitman.
Wer Hitman kennt, du hast immer eine Minimap, wo die Gegner rumlaufen, du siehst teilweise ihr Gesichtsfeld, du siehst dich selber rumlaufen. Du könntest theoretisch das ganze Spiel in dieser Minimap spielen. Und da dachte ich, das wäre doch eigentlich eine Idee. Also so ist es auch ein bisschen entstanden und ich sage, okay, diese Optik, an der orientiere ich mich etwa. Minimap hieß ja dann auch quasi dein erstes Das war Prototyp. Nein, das war der Projektname im Endeffekt. Ich wollte nicht, dass das Game so heißt, aber ich habe es halt, irgendeinen Namen muss es ja haben, also war das so der Entwicklungsname. Der taucht überall, glaube ich, noch auf, wie ich es nicht geändert habe. An die Leute draußen an Twitch, das war, glaube ich, nicht beim Weihnachtswichteln, das war in der Steam-Key-Börse, wo Fionan das vergeben hat, das Spiel. Ja, also ich hätte noch ein paar Keys, aber leider nicht für solche guten Games. Ja, nee, so ist es entstanden. Und dann, die Optik hat sich dann über die Entwicklungszeit noch ein bisschen verändert. Also dass du willst wahrscheinlich auf diese künstlerischen Anspielungen raus, oder? Noch gar nicht. Ich weiß, dass ein Rhythmusspiel dich auch sehr beeindruckt. 140? Ja, genau, das habe ich auch durchgespielt. Das ist großartig. Also ein Engineer von Limbo, falls das jemand kennt, oder Inside, Playdead heißt die Firma, hat ein eigenes Projekt gemacht und das heißt einfach nur 140. Das ist ein rhythmusbasiertes Jump'n'Run-Spiel und die Optik benutzt auch nur Kreise, Vierecke und das war's. Genau, für die Hauptfigur ist super reduziert, ist aber richtig, richtig genial. Und immer wenn ich solche Spiele spiele, wo ich sehe, mit wie wenig man eigentlich ein gutes Game machen kann, das fand ich total inspirierend. Und da dachte ich mir, hey, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Der war natürlich klar, nicht allein. Aber klar. Nein, also das war, wenn man sowas sieht, oder Minimap. Hey Bibi, wenn du noch ein bisschen was verlinken kannst, den Mini-Metro-Trailer. Das ist zum Beispiel auch so ein Spiel, die mal sind unheimlich reduziert, sehr wenig, aber richtig edel. Das fühlt sich einfach gut an. Man braucht nicht viel, um ein gutes Game zu machen. Und das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Deswegen sage ich ja, würde ich auch sagen, wenn man mich fragt, was eine gute Basis ist, um Spiele zu entwickeln, viele Spiele spielen. Also nicht nur die großen, sondern vor allem die ganzen kleinen Indie-Games. Und die Spiele aus den 80ern sind zwar bockschwer, aber da ist die Reduzierung auch schon da. Und die funktionieren heute noch. Das ist richtig, die haben damals die Reduktion aus technischen Gründen gehabt. Die konnten nicht viel mehr machen. Also die mussten kreativ werden in dem, was sie damit tun. Danke, Bibi. Die mussten kreativ werden in dem, was sie tun. Das fehlt heute so ein bisschen, aber ich sag mal so, die Technik, die wir bekommen haben, die vieles ermöglicht, was man natürlich dann nicht benutzen sollte, finde ich trotzdem besser, als dass man diese Limitierungen hat wie früher, wo du dann auf einmal anfangen musstest, Bytes zu zählen. Also zum Beispiel in NES-Zeiten, du weißt es selber, da haben sie die Wolke, also eine Grafik einmal als Wolke benutzt und einmal als Busch. Das ist quasi die Wolke in grün, wenn ihr mal aufpasst bei Super Mario, die Wolken sind die Büsche. So mussten die arbeiten, weil sie einfach solche Speicherlimitierungen hatten. Da bin ich ganz froh, dass ich mich da um sowas nicht kümmern muss. Dann zeigen wir jetzt, glaube ich, schon was von deinem Spiel. Also wenn es keine Fragen gibt, können wir gerne mal das Spiel zeigen. Oder ihr stellt dann einfach die Fragen und ich spiele es. Und dann sprechen wir die Sachen danach weiter. Okay. Also finde ich jetzt interessant. Ich weiß nicht, ob das Internet was anderes sagt oder die Menschen. Oder die Leute im Raum, ihr dürft natürlich auch Fragen stellen, gell? Okay, keine Fragen. Sonst wird das zu abstrakt, denke ich. Es wird zu abstrakt. Du meinst, ich laber zu viel. Nein, ich weiß ja, worum es geht. Ich weiß ja, wie das aussieht. Aber okay. Schwarzer Kreis heißt das jetzt. Genau, also ich habe mich, dann von minimalistischer Kunst inspirieren lassen, weil die unheimlich gut zu meinem Grafikstil, den ich zu dem Zeitpunkt hatte, passt. Und ein, ich glaube, russischer Künstler, der hatte dann so Kunstwerke geschrieben, die hießen einfach schwarzes Viereck, schwarzer Kreis. Also ist kein Witz. Und da dachte ich, ja, das passt hervorragend. So. Das ist der Pipe. Also das ist quasi der Hub-Level. Ich spiele es einfach mal. Was heißt Hub? Hub heißt, das ist ein Bereich, in den du immer wieder zurückkommst, der sich nach Spielfortschritt ein bisschen verändert. In dem Fall ist es eine Level-Auswahl. Ich glaube, ich starte es doch nochmal von vorne, damit man sieht, wie sich das verändert. Ach so, es ist natürlich ein Alpha-Bild. Da sind viele Bugs drin, die mich selber ärgern. Also have mercy on me. Genau, also die Spielfigur ist im Moment dieses Dreieck da in der Mitte. Ich kann vier verschiedene Formen annehmen, die dann später noch eine Rolle spielen werden. Und ich kann die Formen drehen.
das ist so die Core-Mechanik von dem Spiel. Und mit diesen Formen, die drehbar sind, kann man verschiedene Dinge im Level tun. Die sich hoffentlich von selbst erklären. Hier ist schon mal direkt was ich versteckt habe, damit ich ein Spiel neu starten kann. Also so startet im Endeffekt das Game, dass man hier aufwacht oder hier startet und dann gibt es nicht viel als das da drüben. Also hoffe ich, dass der Spieler schlau genug ist, dass er sich da reinstellt. Ich versuche das jetzt mal so zu spielen wie jemand, der das noch nie gespielt hat, was super schwer ist, wenn man es schon tausendmal gespielt hat. Soll ich es spielen und du kommentierst? Ja! Bitte, hier! Okay, cool. Okay. Ich tue mal den Mauscursor zur Seite. Krieg das raus. Achso, genau. Die Form wechseln sind die Schultertasten. Oder das D-Pad, also das Pad auf der linken unteren Seite. Damit kannst du die Formen auch wechseln. Das weißt du noch gar nicht. Das erfährst du jetzt. Also, nein, am Anfang bist du immer so gedreht, dass du da durchkommst. Aber nachdem du schon, also du kannst, super, er glitscht durch die Wand, vielen Dank. Das ist der Grund, warum das noch Alpha ist. Also ich würde bitten, dass du das nicht nochmal tust, weil du kannst theoretisch den ganzen Level so umgehen, weil ich das noch nicht gefixt habe, das Problem. Genau, also so drehst du dich mit dem rechten Stick. Dieser charmante Sound bedeutet, dass du dich gerade nicht drehen kannst. Jetzt will er rumpausen und das Secret zeigen, was ich ihm vorhin gezeigt habe. rechte Face-Button. B. Genau. Ich sag nichts, ich kommentiere das nicht. Genau, also dieser Level ist als Tutorial gedacht, sodass der Spieler versteht, was die zwei Core-Mechanics sind. Und Marco hat es schon ganz hervorragend verstanden. Jetzt schauen wir mal, ob er die ganzen kleinen Secrets findet. Die Schweinefee feuert dich an. Ah, schau. Schon entdeckt. Es kann übrigens passieren, dass das Aufsammeln kaputt geht. Ich weiß noch nicht warum. Manchmal funktioniert es einfach nicht. Siehst du es? Der Bereich hier ist ein bisschen hervorgehoben. Ich drehe mal. Siehst du es jetzt? Genau. Ihr glaubt gar nicht, wie wertvoll das für einen Spieleentwickler ist, wenn Leute das Game mal zocken, weil selber man verliert so schnell den Blick dafür. Weil für einen selbst sind dann viele Dinge völlig sonnenklar. Aufsammeln geht nicht mehr. Doch. Das ist toll, ich wollte schon immer ein Gamer auf Twitch sein. Jetzt bin ich. Ja, genau, jetzt bist du ein Twitch-Gamer. Und hast auch noch einen Moderator. Wie cool ist das denn? Du kannst übrigens, wenn du die Trigger verwendest, sprinten. Also schneller fahren. Du musst draufbleiben, genau. Doch, jetzt geht die Tür dazu. Ich hoffe, das sieht man. Der Kontrast ist ein bisschen schlecht. Ja, das war ja zu einfach. Glaube ich, nur mit Kreis. Ja, das war der erste Level. Cool. Kann's ja doch nicht so schlecht sein. Fein. Ja, und jetzt fragst du, wie lange ich dafür gebraucht habe, und dann sage ich irgendeine deprimierende Zahl und dann rennen alle weg. Wie lange hast du dafür gebraucht? Also,
Ich habe das Projekt in 2017 begonnen. Aber ich habe nicht 3 Jahre durchgehend dran gearbeitet, sondern ich habe das Projekt immer wieder mal zur Seite gelegt. Also ich habe häufig meinen Sommerurlaub dann damit verbracht und ein paar Wochen da reingesteckt. Und man darf ja nicht vergessen, da ist unheimlich viel Zeug, was ich einfach ausprobiert habe und was komplett wieder rausgeflogen ist. Auf deiner Website hast du für die Leute aus dem Internet das auch verlinkt, oder? Genau, also auch die Leute hier, wenn ihr das euch merken könnt, fionan.com, da habe ich ein paar Game Engines verlinkt. Ich habe meinen Twitch-Channel verlinkt, wo ich auch gerne zocke und immer über die Games rede, falls ihr noch mehr davon wollt, was ich nicht glaube. Ich habe mein Itch.io-Link draufgepackt. Was ist Itch.io? Itch.io ist eine Plattform, die genau für solche Projekte gedacht ist, wo jeder seine Games hochladen kann. Da kann man sich das Game kostenlos runterziehen. Kostenlos? Urlaub vor dem PC. Wer schreibt das? Ja, das ist so. Tatsächlich, ich mache Urlaub, um zu arbeiten. Nicht immer und nicht nur, aber mehr als die meisten vermutlich. Aber das muss einem auch klar sein, dass wenn man Spiele entwickelt, das kostet halt Zeit. Also das passiert nicht von allein. Das ist nicht so, dass du dich vor den Rechner hockst und sagst, yeah, ich hätte gern ein weiteres Call of Duty, sondern du musst dann durchaus Zeit einstecken. Und das ist nicht immer einfach. Es ist besonders dann schwer, wenn... Was soll ich das Spiel ausmachen? Leiser machen. Moment. Es wird schon übernommen von der Technik. Dankeschön. Du musst natürlich bereit sein, ein bisschen von deiner Freizeit dafür herzugeben. Wie viel ist ja jedem selber überlassen, aber genau da kommen wir wieder an den Punkt, wie groß ziehst du dein Projekt? Wenn es nur ein kleines Projekt ist, dann muss man nicht irre viel Zeit reinstecken, sondern halt ein paar Wochenenden. Was ich jedem empfehlen kann, hätte ich fast vergessen, es gibt sogenannte Game Jams. Ich selber versuche jedes Jahr seit 5 Jahren etwa an einem Global Game Jam teilzunehmen. Da setzt man sich, ja im Moment ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber da setzt man sich in der Regel mit Leuten zusammen, trifft sich zum Beispiel in der Stadtbibliothek von Stuttgart. Da gibt es dann so einen kleinen Raum, oder kleiner und großer Raum, wo dann irgendwie 70 Leute sich treffen und die machen über 48 Stunden ein Game. Das heißt, du fängst am Freitagnachmittag an und Sonntagnachmittag bist du per Definition fertig. Und das war tatsächlich auch ein Ort, wo du eins deiner ersten Spiele dann fertiggestellt hast? Ja. Aber du musst ja. Du, richtig. Und das war beim ersten Mal wahnsinnig schmerzhaft, weil du als Perfektionist kommst du dahin und willst hier noch ein bisschen was feilen und das ist nicht gut und das funktioniert überhaupt nicht, aber hey, wenn die Zeit vorbei ist, bist du fertig, egal was es ist. Und das war frustrierend und befreiend. Deswegen gehe ich auch jedes Mal wieder hin. Und die Spiele, die wir da gemacht haben, ich mache die nicht allein, ich habe da in der Regel Leute, die mit mir mitgehen. Gruß an euch, falls ihr da seid. Die sind sind die voll okay und manchmal sind sie auch einfach ein völliger Reinfall. Aber die Leute oder die Spiele? Die Leute sind kein Reinfall. Die sind natürlich die Besten überhaupt. Nein, die Games sind manchmal auch einfach ein voller Reinfall. Also wir haben es vor 3 Jahren, glaube ich, wir sind nicht fertig geworden. Das war einfach total kaputt. Du hast welche auf dem Rechner mit? Ich habe 2 dabei, die kann ich natürlich auch zeigen. Wenn ihr mal sehen wollt, wie so ein Game Jam Game aussieht. Wo ist denn mein Controller hin? Achso, du hast den. Ich spiele die jetzt nicht. Genau. Also das kann ich jedem empfehlen, der mal sich in das Thema reinfuchsen möchte. Nehmt an so einem Game Jam teil. Also es gibt den Global Game Jam, an dem ich sehr gerne teilnehme. Es gibt vom Game Makers Toolkit, der GMTK Game Jam, der ist zum Beispiel online. Es gibt den Ludum Dare oder Ludum Dare. Der ist ganz großartig. Da sind einige Spiele entstanden, die dann später berühmt wurden. Ich glaube, das kann jeder Game Jam von sich behaupten. Ja. Aber ja, der berühmteste Name vom Ludum Dare ist wahrscheinlich Minecraft. Ja. Der ist dort entstanden. Und im Jugendhack findet sicher auch bald einer statt, denke ich. Ganz sicher, also nach dem Abend heute auf jeden Fall. Genau, nehmt an so einem Game Jam teil. Das ist scary, also für mich war es ziemlich scary beim ersten Mal und beim zweiten Mal auch. Aber das ist so, wenn man sieht, was man in 48 Stunden hinkriegt, und man lernt ja immer, egal ob du fehlschlägst oder nicht, du lernst ja dazu. Und dann mal mit anderen Leuten zusammenarbeiten, vor allem du wirst richtig gut darin, hoffentlich, wie man Projekte in eine Form und Größe bringt, dass man sie auch fertig kriegt oder dass man das erreicht, was man möchte. Ich zeige jetzt mal was nehmen wir denn? Wollen wir Waldtroll zeigen oder Heimatküche? Lass mal einen Chat entscheiden, damit die nicht einschlafen. Oder das Publikum im Raum.
Wow, Begeisterung überall. Waldtreu oder Heimatküche? Eins. Mhm. Mhm, mhm. Ja, was ist, wenn der Index bei 0 anfängt? Ja, nee, ist schon okay. Heimatküche. Ich darts mal. So, ich drücke jetzt den Controller in die Hand, weil es ist ein Koop-Game. Cool. Jetzt muss ich mal gucken, welche Tasten ich mir auf die anderen Seite. Also du steuerst die rechte Seite und ich die linke Seite, den roten Punkt. Du steuerst den blauen. Und wir müssen die Dinger da sammeln. Ja, du. Großartig. Ich kann die nicht noch flacher machen. So. Ja, nicht ziehen, nicht ziehen. So, jetzt versuchen wir mal, irgendwas einzusammeln. Also das ist ein kleines Koop-Game, das wir gemacht haben. Wir failen miserably. Genau. So. Das macht auf jeden Fall Spaß. Versuch mal die Pfanne unter das Ding rund und dann sofort fliehen. Und jetzt weg. Genau, also das ist so ein 2D-Unity-Game, das ein bisschen mit Physik spielt. Das haben wir zum Beispiel, finde ich, total gut von der Größe hinbekommen. Wie viel Zeit habt ihr gebraucht nochmal? Das waren 48 Stunden. Das haben wir zu dritt haben wir das gemacht. Das macht Spaß. Hey. Auch wenn ich es nicht kann. Man sieht, glaube ich, nicht, wie sehr der Marco gegen mich kämpft gerade. Ich drücke ganz wenig. Ne, komm ein bisschen nach oben hier. Ah, das kann ich auch machen, okay. Ah! Ach komm, nicht mal den Wellen sind. War das Geräusch? Also, und diese Game Jams, die funktionieren wie folgt. Man kriegt immer an dem Freitagnachmittag wird ein Thema genannt. Und zu dem Thema lässt man sich dann ein Spiel einfallen. Jetzt darfst du mal raten, was das Thema zu dem Game war. Zusammenhalt. Naja, nicht schlecht. Was bedeutet Heimat für dich? Okay. Geil, ne? Das, sammeln wir, das kommt sammeln sofort, wir Brezeln ein. Das kommt sofort raus. Also, ich meine, klar, das ist ja kein Wettbewerb. Die meisten glauben, das ist so ein Wettbewerb. Ist es nicht, sondern es soll inspirieren. Ja. Ich hatte überhaupt keine Inspiration zu dem Thema. Hoch! Hoch! Was? Okay, lassen wir das. Ich glaube, ich beende es mal. Aber es macht Spaß. Das bringt nichts. Ja, genau. Also das war zum Beispiel so ein Game Jam-Projekt, wo wir ein kleines Koop-Game gebaut haben. Man muss sich nicht slawisch an dieses Thema halten, was wir hier offensichtlich auch nicht getan haben. Aber es ist cool, wenn es ein Thema ist, was dich inspiriert, dann machst du ein Game. Das waren die Berge, das waren die Alpen, ich habe das schon verstanden. Ja, genau. Also wir drei Entwickler haben unsere Sachen definiert, was ist für uns Heimat. Zum Beispiel der Wellensittich, der kommt von mir. Und dann hat ein Kumpel von mir das in Grafiken umgesetzt und wir haben das Spiel dazu gemacht. So, jetzt Waldtreu. Was war denn das Thema bei Waldtreu? Kann mal jemand gucken, was das letzte Thema vom Global Game Jam war? Dazu war dieses Game. Ich bräuchte den Controller wieder. Auch 48 Stunden? Ja, ja. Inklusive Grafiken. Und Sound. Cool. Ich sage jetzt mal nichts, weil der Sound ist hier ein ziemlich wichtiger Teil. Man muss interagieren, um die Bäume zum Blühen zu bringen und den Müll auf dem Boden zu entfernen. Schönes Thema. Gruselige Musik. Okay, ich muss wahrscheinlich doch was sagen, weil es nicht so ein wirkliches Zuschauerspiel ist. Ich könnte da stundenlang zugucken, tatsächlich. Ich meditiere schon. Das Ziel war tatsächlich, eine gewisse Stimmung aufzubauen und zum Beispiel Kamera, Farbe, und Boden und sowas ändert sich, je mehr Objekte man mit denen interagiert. Drückst du eine Taste zum Interagieren? Ich sehe das gar nicht. Für mich läufst du nur rum. Ah, du drückst immer A. Okay, das muss man noch machen. Hätte man sich auch sparen können, oder? Nein, darüber könnte ich auch debattieren, weil viele Games müsste man keine Interaktion machen. Aber selbst die kleinste Interaktion macht das Spiel schon zu was, wo du dran beteiligt bist, statt nur Zuschauer. Repair war das Thema. Danke, Bibi. Und ein Spiel, wo man die Welt repariert, ist toll.
Okay. Muss ich euch echt ein Lob aussprechen. Das ist voll die subtile Message. Laber mal ein bisschen weiter, weil ich habe dann noch einen interessanten Bug, den man dann nachher sieht. Aber erst, wenn ich viele Items berührt habe. Was waren denn die anderen? Kriegt man auch mit, was die anderen machen? Oder wie ja, ja, halt? Genau. Also ganz am Schluss werden alle Projekte, die fertig geworden sind, vorgestellt nochmal. Also alle Teams. Ich glaube, es waren 12 Games oder so, nur in Stuttgart. Also ihr müsst euch vorstellen, beim Global Game Jam werden dann einfach mal 4000 Games entwickelt. Und ihr habt dann auch Zeit anzuspielen. Ihr trinkt ganz viel Kaffee wahrscheinlich. Ich trinke ganz viel Kaffee, aber das ist auch nichts Neues. Ja, also spielen, du musst zwischendrin immer wieder spielen. Was ich total cool finde an den Game Jams, es laufen immer wieder mal Leute rum. Ich selber mache das auch. Gehen zu den anderen Gruppen und sagen so, hey, kann man das schon mal probieren? Und wenn du dann einfach irgendeinem Fremden den Controller in die Hand drückst und sagst, komm, spiel mal. Und dann kannst du schon eine erste Reaktion abholen. Das ist auch total geil. Weil wenn du immer nur daheim hockst vor deinem eigenen Spiel, du verlierst ja irgendwann das Gefühl dafür. So, und jetzt sieht man langsam, was ich meine. Die Sättigung verändert sich und ich habe vergessen einzubauen, dass die Sättigung aufhört bei 100% und die geht immer höher. Die geht, irgendwann werden die Farben völlig psychedelisch. Das ist doch schön. Dann ja, ist die Welt richtig. Also ich hab quasi kein Limit auf diese Mechanik gesetzt. Und das ist aber sowas, das fand ich, als ich es gemerkt habe, so cool, dass ich es einfach drin gelassen habe. Ist doch wunderbar, wenn die Welt so dann. Ja. Das ist echt eine gute Idee. Ja, genau. Die du das nicht ist von trauriger Waldtrollwelt wird es dann zu psychedelischer Waldtrollwelt. Aber keine Drogen und so. Nee, das ist, was Natur für dich tun kann. Und vielleicht hört ihr es, vielleicht erinnert euch, die Musik am Anfang war eine ganz andere, als es jetzt ist. Der Übergang war gut. Ich habe es nicht bemerkt. Ich habe es bemerkt, als du es gesagt hast. Also dachten wir, bilde ich mir das nur ein oder ist das noch dieselbe Musik? Genau, es ist beides. Und das ist auch so, ich habe das finale Ergebnis der sich ändernden Musik bis zum Schluss nicht gehört. Weil der Kollege, der das gemacht hat, halt auch dran geschraubt hat und am Schluss, wo noch nicht mehr viel Zeit übrig war, haben wir dann halt irgendwie zusammengeschraubt. Und es hat funktioniert, auch zu meinem Überraschen. Also ich habe tatsächlich das Spiel gezeigt und gleichzeitig zum ersten Mal tatsächlich gespielt. Cool. Ja. Ich glaube, ich sollte auch mal mitkommen, auch wenn ich nichts kann. Das ist tatsächlich was ich öfter höre, wenn Leute Interesse bekunden, die sagen, ich kann nichts. Das stimmt fast nie. Also man kann sich immer irgendwie beteiligen, man kann immer irgendwie irgendwas beitragen. Die Teams, die finden sich dann. Also es ist immer so, dass am Anfang die Projekte vorgestellt werden. Schaut sich die Kamera schon extrem weit draußen. Und dann finden sich die Teams. Dann sagen die, hey, wir brauchen noch einen Coder, wir brauchen noch jemanden, der Sounds macht, wir brauchen noch jemanden, der den Level zusammenbaut. Und es gibt auch Spiele, da wurden dann Kartenspiele gemacht, also Offline-Games. Das geht und gibt alles bei einem Game Jam. Ja. Schön. Und die Teams, sind die vorher fest? Nein. Also, aber wenn ich mit dir zusammenarbeiten würde... Dann musst du erstmal mich überzeugen. Ja, das weiß ich, aber in der Theorie ginge das. In der Theorie ginge das, klar. Also ich bin die letzten Male auch mit Kumpels hingefahren und wir sind dann zusammen geblieben und haben uns nicht aufgeteilt, sondern gesagt, hey, wir machen zusammen ein Projekt. Und das machen relativ viele so, aber es gibt auch genügend Leute, die solo hingehen und sich dann ein Team suchen. Und die sind alle nett und freundlich und sagen, oh ja, ich brauche dich, komm mit. Das ist also, ich bin ja eher ein schüchterner Mensch, wie man sicher merkt. Ich habe dann so meine Probleme, mich in andere Teams einzufinden, deswegen bringe ich ja immer mein eigenes mit. Aber wenn du der Typ bist, kannst du natürlich sagen, hey, brauchst du noch jemanden? Und in der Regel findet sich was. Also wir hatten auch schon Leute, ich hatte auch schon Leute im Team, die noch keine Erfahrung hatten. Die haben dann eben Sounds rausgesucht, das ist auch wichtig. Ja, ja. Ich habe zum Beispiel eine Sound-Library, mehrere Gigabyte groß, ich mache das gerne mal aus. Und die richtigen Sounds finden ist auch nicht so trivial. Wo ist denn hier? Lange Escape drücken, alter 4? Nee, das muss man auch erstmal einbauen. Ah, okay. Also wir haben keine Hauptmenüs, sowas, das ist auch was man erst checkt, wenn man es mal gemacht hat. Dass jeder Aspekt von einem Game, alles, was du siehst, muss jemand bauen, muss jemand machen. Mhm. Ob das ein Intro ist, ob das ein Menü ist, anything. Also das ist nicht so wie, und ich hoffe, ich bash jetzt keine Filmemacher, die einfach rausgehen können und die haben eine fertige Stadt. Und können dann einfach reinhalten. Das müssen die nicht bauen, das müssen die nicht rendern, das müssen die nicht texturieren. Sondern die müssen
nur die Leute bringen. Du weißt nicht, dass vor uns ein Filmemacher sitzt, aber... Nein, das ist, also das fehlt manchmal tatsächlich, dass du wirklich alles, alle Ideen, die du haben willst, musst du auch irgendwie umsetzen. Und das ist sicher frustrierend. Also das hast du ja auch gemerkt, wenn du den RPG-Maker nimmst, du hast ein Korsett, in dem kannst du dich bewegen. Und alles, was darüber hinausgeht, wenn du eine Idee hast, die auch nur ein bisschen von dem abweicht, was das Tool dir zur Verfügung stellt, geht einfach nicht. Ja, das habe ich ziemlich schnell rausgefunden. Ja. Mit vielen Dingen so. Da muss man. Aber es macht Spaß, es macht tatsächlich Spaß, wenn ich gesehen habe, okay, ich krieg das, ich muss das irgendwie, ich habe ein Problem, ich weiß nicht, wie ich das lösen kann. Und dann probiere ich rum, dann pfusche ich so ein bisschen und das Pfuschen funktioniert und dann ist es perfekt für mich. Also, das ist okay, das ist eigentlich genau, das ist genau der richtige Ansatz. Aber du hast ja noch das Glück, dass du ein bisschen coden oder ein bisschen gut coden kannst, weiß ich nicht. Das würde ich nie von mir behaupten. Also du kannst ein bisschen coden. Ich kann coden. Okay. Genau, also ich krieg das schon, ich krieg das hin, was ich brauche. Mein Spiel ist, wie man gesehen hat, nicht performant. Ich habe keine Ahnung warum. Also dafür, dass nichts passiert, sollte es eigentlich immer mit 120, 300 Frames pro Sekunde laufen. Aber wenn du diesen Zoom hast, hast du ja gesehen, dann ruckelt es wie Schwein. Keine Ahnung warum. Das hat sicher mit irgendwas in meinem Code zu tun. Aber das ist auch egal letztlich. Also mit ein bisschen Coden, das kriegt man schon hin. Also da sollte man nicht zu viel Angst vor haben. Coden ist nicht super schwer. Weil ich finde es voll schade, ich kenne mich überhaupt nicht aus, halte es aber für sehr wichtig, dass man das jetzt auch in der Schule gelernt bekommt, weil ich zum Beispiel ein YouTube sehe, keine Ahnung was, und weiß nicht, wie das funktioniert. Ich meine, die zeigen mir das nicht. Was genau meinst du? Wie das aufgebaut ist, wie läuft eine Software ab, das finde ich sehr wichtig. Also Programmieren konkret in den Schulen, also wollen wir jetzt die Diskussion führen wollen, halt mich auf. Nein, wir wollen das nicht diskutieren, wir wollen das nur kurz sagen. Okay, also ich sehe das anders. Wie du sagst, man muss es nicht wissen, wie die Dinge funktionieren. Programmieren nein, aber Logik ja. Ich glaube, wenn du die grobe Mechanik von Programmieren, nicht Programmieren selber, sondern wie ist die Logik hinter einem Programm, zum Beispiel wenn, dann sonst. Das ja, reicht eigentlich das schon. Und weiß ich, aber... Und wenn du das beibringst, dann ist es egal, weil es gibt tausende von Programmiersprachen. Und wenn du eine davon den Leuten beibringst, was haben sie dann gelernt? Die falsche, unter ziemlich sicheren Umständen. Das veraltet ja auch alles. Also das veraltet in einem Tempo, so schnell kannst du gar nicht die Schulen mit neuem Material ausstatten. Ja, aber so ein Grundgerüst an Wissen ist genau, also drüber gelagert. Wenn du also wie du sagst, reicht mein Wissen in Excel. Excel zum Beispiel... Kann man auch programmieren, übrigens. Das weiß ich. Ja, aber ja, anderes Thema, wir weichen voll ab. Okay. Ich glaube, wir lassen die Leute jetzt einfach anspielen. Ja, klar, gerne. Über www.fionan.com kommt man auf. Kein www, einfach fionan.com. Okay, sorry. Genau, für euch, die zuschauen und die Bock drauf haben, wie ich gerade gesagt habe, falls es für euch möglich ist, ein Video zu machen, wie ihr das Game spielt, würde ich mich super drüber freuen, wenn ihr mir das in irgendeiner Form zur Verfügung stellen könnt, entweder als Download oder dass ihr das bei YouTube hochladet, weil ein Feedback geben, wo man reinschreibt, was man gut findet und nicht, ist auch super, darüber freue ich mich auch, aber wenn ich sehe, wie die Leute das spielen, woran die scheitern, damit kann ich viel mehr anfangen. Also für die Leute, die Möglichkeit haben und die extra Zeit investieren wollen, ich würde mich super freuen. Ansonsten runterladen, spielen. Und jetzt noch Fragen stellen. Gibt es Fragen hier im Raum? Oder im Chat? Alle ganz still. Ist überhaupt noch jemand im Chat? Ich glaube, die sind alle eingeschlafen. Ansonsten, ich streame ab und zu mal auch auf Twitch Games, da könntest du natürlich auch reinkommen. Ja, aber dein Videospiel ist gerade wichtig. Entschuldige. Nee, also meine Meinung kann ich da auch zu Games nochmal abgeben. Ich labere sehr gerne über Games. Dann ist gut. Ja. Dann gibt es keine Fragen, dann haben wir echt genug erzählt. Dann möchte ich noch auf die nächste Veranstaltung hier hinweisen, sehr wichtig, und zwar am 10. Oktober um 11 Uhr kommt die Schriftstellerin Svenja Gräfen hierher mit einem Vortrag zum Thema Feminismus in die Köpfe schreiben. Auch ein sehr wichtiges Thema. Da können Fiona und ich auch reden, müssen wir aber nicht machen. Also danke euch, danke sehr. Danke. Tschüss, für den Tag. Ciao.